Hallo Leute und willkommen zu Vlog Nummer 145. Nachdem ich es nun gestern versucht habe mit dem Draußenfilmen und kläglich gescheitert bin, denn der Wind war doch etwas lauter und stärker als ursprünglich geplant, dachte ich, wir holen das heute nach und wir machen das mal im hellen, im schönsten Sonnenschein in einem schönen Berliner Park. Das ist echt ungewöhnlich, dass wir schon um 15.30 Uhr miteinander sprechen, aber ich dachte mir, das Wetter muss genutzt werden. Das lässt sich super mit einem Spaziergang verbinden und ich habe gerade einen Artikel gelesen, über den ich heute mit euch sprechen möchte. Vorweg allerdings noch eine kleine andere Info. Ich hatte vor ungefähr 2 Stunden bzw. 1,5 Stunden ein Treffen mit einem Produktionsteam des Funkverbandes, will ich es mal nennen. Ihr kennt das wahrscheinlich, YouTube, dieses Funknetzwerk, wo diverse Kanäle dazu zählen, was ja mehr oder weniger dem Öffentlich-Rechtlichen angegliedert ist bzw. auch aus öffentlich-rechtlichen Mitteln finanziert wird. Kann man nun drüber denken, was man will. Ich habe euch ja da schon in anderen Videos ein paar Sachen dazu gesagt. Auch, dass ich von vielen Kanälen nicht so der große Fan bin, ist, denke ich, klar. Trotz allem gibt es auch da immer wieder sehr gute Filme, sehr gute Reportagen, die ich mir auch ganz gerne anschaue. An anderer Stelle kann man wohl stark diskutieren, ob es notwendig ist, dass diverse Bettgeschichten, will ich es mal nennen, aus GEZ, Zwangsgebühren, finanziert, produziert werden. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ich wurde angefragt von einem noch recht neuen Projekt, was wohl auch erst im April online gehen soll. Ich hoffe, ihr hört mich noch, da ist es gerade ein bisschen lauter. Und zwar steht so ein bisschen die Idee, dass man über mehrere Tage hinweg ein paar Sachen filmt, so ein bisschen Thema Sicherheit, Verteidigung, so ein bisschen das Ganze drumherum und da vielleicht einen ganz coolen Zusammenschnitt hinbekommt. Ich finde es auf jeden Fall spannend. Ich bin mal gespannt, was daraus entsteht, wie sich das weiterentwickelt. Von meiner Seite aus spricht nichts dagegen. Ich hoffe, ihr versteht das, denn ich grenze ja nun kein Netzwerk aus irgendwelchen Nicht-Mögensgründen aus, überhaupt nicht. Ich finde das völligen Blödsinn, denn egal, ob das nun öffentlich-rechtlich oder privat oder was auch immer ist, es kann immer was Gutes draus entstehen. Man muss halt nur dafür sorgen, dass dem am Ende auch so ist. Von der fragwürdigen Finanzierung abgesehen. So, jetzt aber zum heutigen Tagesthema, denn der Tagesspiegel hat sich eine sehr, sehr allgegenwärtige Frage gestellt, hat die auf seine Weise erörtert. Denn es ging mal wieder um das deutsche Demografieproblem. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, der Fachkräftemangel ist in aller Munde. Gut, hierzu finde ich es auch immer ein bisschen fragwürdig, dass man da nicht ein Stück weit mehr aufklärt. Denn so wie ich das mitbekommen habe, haben wir bereits dann einen Fachkräftemangel, wenn sich auf einer Stellenausschreibung weniger als 10 Personen bewerben. Das heißt, der Ausschreibende hat nur weniger als 10 Leute zur Auswahl und darf dann bereits von einem Fachkräftemangel sprechen, obwohl eigentlich genug Bewerber da sind. Inwiefern die nun qualifiziert genug sind oder nicht, selber dahingestellt. Aber diese ganze Fachkräftemangel-Hysterie halte ich vor diesem Hintergrund ein Stück weit für übertrieben, denn offensichtlich legt man den doch sehr großzügig aus. Es gab wohl noch eine verschärftere Stufe, der dann irgendwie eintritt, wenn weniger als 3 Bewerbungen auf eine Stelle kommen. Ich weiß nicht, inwiefern das nun qualifizierte oder unqualifizierte Bewerbungen sein müssen. Da müsste ich auch nochmal nachlesen. Auf jeden Fall denke ich, dass dieses Problem zwar definitiv vorhanden ist und auch gelöst werden muss, diese permanente Hysterie an einigen Stellen aber als fast schon übertrieben angesehen werden kann. Und hier ist gerade richtig viel Betrieb. Ich muss nicht mal so drehen, dass euch keiner sieht. So, der Tagesspiegel hat da nun eine ganz eigene Lösungsstrategie für. Ich glaube, ihr könnt euch die alle denken. Das ist so ein bisschen die Strategie, die auch unsere Vertreter der Grünen immer wieder fordern. Und zwar spricht der Tagesspiegel davon, dass man pro Jahr, um diesem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, 260.000 Zuwanderer benötigt. Okay, das ist erstmal eine Zahl, die kann man so in den Raum stellen. Ist jetzt aber ganz spannend, wie sich das zusammensetzt. Denn natürlich kann man gewisses fehlendes Personal ausgleichen, wenn man qualifiziertes Personal aus anderen Ländern erhält. Das setzt aber voraus, dass das Personal auch entsprechend qualifiziert ist. Also muss man da eine recht hohe Grenze ansetzen, bei der man schaut, wen spricht man denn eigentlich an. Und viele der Grünen haben das mit der Qualifikationsschranke, will ich es mal nennen, noch nicht ganz so sehr begriffen.
Denn für viele ist ein Fachkraft leider erstmal jeder, der sagt, er ist es. So, dass das unser Fachkräfteproblem in Zukunft nicht lösen wird, ist, denke ich, offensichtlich. Und ich halte diesen Vorstoß diverser Ideologien dadurch auch für ein Stück weit ja fast schon asozial, denn die tatsächlich qualifizierten Leute, die man ansprechen müsste, um unser Problem zu lösen, die fehlen ja dann auch in ihren eigenen Ländern wieder ein Stück weit. Und gerade wenn man aktiv Drittländer ansprechen will, was auch im Artikel geschrieben wurde, denn aus der EU reicht es wohl nicht, weil die Anreize zu niedrig sind. Ja, wenn die Bedingungen in allen EU-Ländern mehr oder weniger identisch sind, dann ist man halt vielleicht ein Stück weit weniger motiviert, das Land zu wechseln, als wenn man da bessere Bedingungen vorfinden würde. Das mag sein. So, wenn man nun aber die tatsächlich qualifizierten Menschen aus den Drittstaaten abzieht und abwirbt, dann frage ich mich so ein Stück weit, wie denn die Drittstaaten ihre Wirtschaft bewerkstelligen sollen. Also vor dem Hintergrund sollte man das vielleicht ein Stück weit mit Vorsicht genießen, denn ja, na klar, mit qualifizierten Leuten aus Drittstaaten können wir temporär Probleme lösen, aber wir schaffen neue, und zwar dort, wo die Leute fehlen. Und das ist bei den Grünen anscheinend noch nicht ganz so angekommen. Also hier würde ich mich doch sehr dafür interessieren, wie sie das dann entstehende Fachkräftemangel in dem jeweiligen Drittstaat beheben wollen, denn ich denke, dafür haben die Grünen mit Sicherheit keine praktikable Lösung. Also vielleicht wollen sie unsere Leute dann dahin schicken, ich weiß es nicht. Zum anderen, ja, das Grundproblem, was, denke ich, immer mitschwingt, ist die unterschiedliche Qualifikation bzw. in vielen Ländern überhaupt nicht einheitlich geregelte Qualifikation. Denn es gibt immer noch Drittstaaten, will ich es mal nennen, wo der Elektriker der ist, der am Stromkasten schraubt, und der Dachdecker der auf dem Dach steht, und der Taxifahrer der im Auto sitzt, ob der nun einen Führerschein hat oder irgendwelche anderen Berechtigungen, die man bei uns dafür braucht, ist dann erstmal weitestgehend egal. Ob man damit tatsächlich unsere leeren Stellen besetzen kann, ich weiß es nicht. Und ich würde mir da doch ein Stück weit wünschen, dass da ein bisschen stärker debattiert wird und dass diese Probleme auch irgendwie mal erwähnt werden. Denn von wegen, wir holen uns 260.000 Leute, die vielleicht eine Qualifikation haben könnten, von denen dann aber ein, wie ich vermute, recht hoher Teil ja eher bedingt für die Ansprüche geeignet ist, die man eigentlich an sie stellen müsste. Damit schafft man sich vor allem eins, und das sind neue Probleme. Das merkt man ja aktuell schon. Sicher, Zuwanderung wird überall gehypt. Wenn man sich aber die Zahlen anschaut, dann zeichnet sich da vielleicht ein etwas anderes Bild ab, was eher dafür spricht, dass weniger an der Wirtschaft gekurbelt wird und die Wirtschaft noch mehr gefordert wird, denn die Zahl der aus dem Topf herausnehmenden, also im Sinne von Sozialleistung beanspruchenden, ist dann doch in den letzten Jahren ein Stück weit gestiegen, will ich es mal nennen, beziehungsweise unter gewissen Gruppen ein Stück weit gestiegen, und es sieht nicht danach aus, als könnte man das Demografieproblem, also das Demografieproblem vielleicht schon, denn kinderreiche Kulturen und so weiter, aber das Fachkräfteproblem damit lösen. Was müsste man nun aber tun, um dieses Problem nachhaltig anzugehen? Auch da gibt es einige Schritte, die unternommen werden müssten. Zum einen ist ja logischerweise eine vernünftige Qualifikation an Schulen und Bildungseinrichtungen erstmal notwendig. Wir sehen das Problem relativ oft, ja, auch in den Medien mehr oder weniger, auf der Straße. Lehrer berichten davon, alle, die irgendwie im Bildungswesen beschäftigt sind, berichten davon, dass es oft am notwendigsten fehlt. Seien das Möglichkeiten, Kinder zu unterrichten, da gammeln Schulen weg, da fehlt es an Räumlichkeiten, da sind die Lehrer nicht verfügbar, da können teilweise gar keine Zeugnisse ausgestellt werden, beziehungsweise einige Fächer gar nicht benotet werden, weil der Unterricht so oft ausgefallen ist. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass es eventuell auch oft an den Inhalten, die vermittelt werden, ein kleines bisschen Verbesserungsbedarf gibt, wo man ansetzen und schauen sollte, was ist denn eigentlich relevant? Was müssen denn die Schüler lernen? Was müssen sie können nach der Schule? Und wenn man dann Schulabsolventen hat, die kaum rechnen können, kaum lesen und schreiben können und kein Wort Englisch können, dann sind die in der Regel auch nicht unbedingt dafür qualifiziert, eine Berufsausbildung zu absolvieren oder gar irgendwo zu studieren.
Dem wirkt man momentan aber eher dadurch entgegen, also zumindest den sichtbaren Zeichen, indem man die Anforderungen immer weiter absenkt und die Hürden so niedrig legt wie möglich, damit es nach Möglichkeit weniger auffällt, dass viele Schüler, es klingt jetzt böse, aber ein Stück weit immer dümmer werden. Da gibt es auch eine ganz spannende wissenschaftliche Untersuchung zu, die irgendwie zum Ergebnis hatte, dass sich seit den 70er Jahren, seit den 1970er Jahren der IQ der Schüler, der Personen, der Menschen ein Stück weit immer also anscheinend am Sinken ist und heutige Absolventen ein Stück weit weitaus dümmer sind als damaliger. Woher das kommt, das ist eine ganz spannende Frage, das weiß ich nicht, das müsste man recherchieren. Aber diese Studie ist wohl mehrfach belegt und bestätigt worden und ist, denke ich, ein Faktor dafür, weshalb wir dieses Qualifizierungsproblem haben. So, das nächste ist leider ein Stück weit auch, dass man sich an den falschen Stellen auf die falschen Maßnahmen einlässt und diese verstärkt finanziert, wenn man das Geld eventuell in die Aus- und Weiterbildung der hiesigen Bevölkerung stecken sollte und dafür Sorge tragen sollte, dass jedes Kind die Möglichkeit hat, vernünftig zu lernen, gefördert zu werden und auch irgendwo, wenn Probleme auftauchen, einen Ansprechpartner zu haben, der diese Probleme löst. Denn leider haben wir nun aktuell das Phänomen, und ich weiß, das wollen viele nicht hören, dass wir ein sehr ungleiches Bildungssystem haben, und ich will jetzt gar nicht auf Sozialismus bla 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 eingehen, im Gegenteil. Mir geht es eher darum, dass zumindest ich es so sehe, dass unser Bildungssystem weitaus individueller gestaltet werden sollte, dass auch alternative Lernformen zugelassen werden sollten und man dann schaut, dass jedes Kind, jeder Schüler nach seinen Möglichkeiten gefordert werden kann. Und das muss halt nicht der Klassenverband sein und das kann erst recht nicht ein Klassenverband sein, in dem 3-4 Jahrgangsstufen zusammensitzen und die Schlauen den weniger Schnellen helfen sollen und so weiter, was da grüne Romantik ist. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Also das alles führt keineswegs dazu, dass wir das Problem der Fachkräfte hier irgendwie beheben können. Das zweite ganz, ganz große Thema hierbei ist die Geburtenrate in Deutschland bzw. generell in wirtschaftlich starken Ländern. Also wirtschaftlich stark in Anführungszeichen, denn das lässt sich ja auch nicht ganz so einfach pauschal definieren. Nur weil ein Land eine einigermaßen funktionierende Wirtschaft hat, heißt es lange nicht, dass es den Menschen dort auch über die Maßen gut gehen muss. Wenn wir auf die Einkommensverteilung in Europa schauen, dann liegt Deutschland auf dem, ich glaube, vorletzten Platz hinter Spanien und Italien, und das sollte einem schon zu denken geben. Sicher, im weltweiten Vergleich sind wir hier ganz gut aufgestellt, fließend Wasser, Strom aus Wand und so weiter. Dennoch zählen da doch ein paar mehr Faktoren dazu, wie die reine Wirtschaftsleistung. Denn wenn die beim Arbeitnehmer am Ende nicht ankommt, dann profitiert da jetzt der Einzelne nicht ganz so stark davon. So, worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist das Problem, dass sehr viele qualifizierte Leute mittlerweile darauf verzichten, Kinder zu bekommen, weil sie ganz genau wissen, das ist ein Armutsrisiko. Das System, in das diese Kinder gestopft werden, hinkt an super vielen Stellen. Das kann man eigentlich niemandem zumuten, das will man niemandem antun. Und auch die ganzen Rahmenbedingungen sind nicht unbedingt darauf ausgelegt, dass es förderlich ist, überhaupt Kinder zu bekommen. Und ich kenne viele Leute, die sehr gern würden, die sich aber ganz bewusst dazu entscheiden, darauf zu verzichten, weil sie es sich ein Stück weit einfach nicht leisten können. Und da geht es jetzt nicht nur um die reinen Einkommensverhältnisse. Einige Leute hätten durchaus genug Geld, um ja, Essen und Unterkunft zu bezahlen, um das mal so salopp zu sagen. Aber das alles, was so noch drumherum anfällt, das Kind muss irgendwann mal vielleicht eine Uni besuchen, möchte eine Uni besuchen, da gibt es Folgekosten. Und viele Leute sagen sich dann eher, nee, das geht nicht. Wenn ich mir jetzt 2 oder 3 Kinder anschaffe, um das mal so auszudrücken, dann kann das durchaus sein, dass ich im Alter ein richtiges Problem habe, weil mir dann Jahre fehlen, in denen ich Vermögen hätte generieren können. Und das finde ich extrem traurig. Gerade auch was die Problematik der Betreuung angeht. Viele Leute, die gern Kinder hätten, können nicht, weil sie nicht wissen, wohin mit den Kindern. Weil private Betreuungen super teuer sind, weil Kita-Plätze teilweise ja fast schon auf dem Schwarzmarkt gehandelt werden. Und wenn man tatsächlich am demografischen Problem arbeiten wollen würde, sollte man doch eher dafür sorgen, dass qualifizierte Personen, also gebildete Familien aus
ja, Bildungselite will ich jetzt nicht nennen, das klingt böse, aber schon die Leute, die auch irgendwie einen tatsächlichen Zugewinn für die Wirtschaft mitbringen, die Möglichkeit bekommen, Kinder zu bekommen, ohne irgendwelche Nachteile zu erleiden. Denn aktuell haben wir das Phänomen, dass Personen, die der Wirtschaft eher schaden ein Stück weit, die vielleicht der Gesellschaft auch ein Stück weit nicht als Person schaden, aber zumindest als vom finanziellen Aspekt her ein Stück weit schaden, weil sie Geld benötigen, statt Geld zu generieren, dass diese Leute in der Regel sehr viele Kinder haben, die vermutlich, leider zeigen das bisher die Erfahrungen, denselben Weg einschlagen wie ihre Eltern in vielen Fällen, weil es an Förderungsangeboten fehlt, weil es überhaupt an der Motivation fehlt, Leistung zu erbringen. Denn wenn man sieht, ja, ich sitze zu Hause und das Geld kommt rein, und anderen, die 40 Stunden pro Woche arbeiten gehen, unter widrigsten Bedingungen geht es auch nicht besser als uns, ja, dann kann ich jeden Jugendlichen verstehen, der einen Vogel zeigt und sagt, ja, warum sollte ich denn? Warum sollte ich 40 oder mehr Stunden pro Woche unter widrigsten Bedingungen arbeiten gehen, um am Ende mit 1500 Euro zu Hause zu sitzen und mir sowieso nicht leisten zu können? Also hier sollte man neben den Bildungsangeboten, die definitiv ausgebaut werden müssen, die verbessert werden müssen, die zielorientiert vorhanden sein müssen, dafür sorgen, dass auch die Jobs, das Arbeiten an sich attraktiver wird. Und da müssen gute Bedingungen her, eine gute Bezahlung muss her und vor allem muss auch die Möglichkeit her, Arbeit und ja, eigenes Leben irgendwie zu verbinden. Denn wenn man das Ganze mal so ein kleines bisschen idealistischer sieht, dann sehe ich zumindest es so, dass man nicht nur auf irgendwelche Arbeitssachen fokussiert sein sollte, denn man lebt am Ende nur einmal und wer 2/3 des Tages Arbeiten für andere erledigt, der hat da vielleicht nach 40 Jahren irgendwie das Gefühl, ja scheiße, ich habe da was verpasst. Und damit das nicht passiert, sollten da auch vernünftige, flexible Modelle eingeführt werden, die auch schwierige Arbeiten unter Höchstanforderungen wieder ein Stück weit so attraktiv gestalten, dass man es mit seinem privaten Leben vereinbaren kann. Denn jeder erzählt, dass gerade in Pflegeberufen hinten und vorne das Personal fehlt. Ja, warum fehlt es denn? Nicht, weil die Leute nicht mit Menschen arbeiten wollen, sondern weil die Leute aktuell ganz genau wissen, ich mache mir den Buckel krumm, ich werde selber krank, wenn ich das mache. Ich komme gerade so über die Runden und ich habe im Prinzip überhaupt kein Privatleben mehr. Wenn man dem Problem nun mit Zuwanderung entgegenwirken möchte, ja, dann frage ich mich, wie das aussehen soll. Will man tatsächlich gutes, qualifiziertes Personal, was diese Bedingungen mit Sicherheit nicht in Kauf nehmen wird? Oder will man einfach nur billige Marionetten wie in so einem Ameisenhaufen, die irgendwelche Programme abspielen, ausführen, die andere ihnen diktiert haben, um mit möglichst geringem Aufwand möglichst größten Profit zu schlagen? Ich weiß es nicht. Also denkt da mal drüber nach, überlegt euch, was ihr da noch für Ideen haben könntet, wie man das Ganze beheben könnte. Und ich setze meinen Spaziergang dann erstmal fort, hoffe, dass das Thema euch ein kleines bisschen interessiert hat. Wir sehen uns dann morgen wieder und ja, jetzt wird schon wieder dunkel. Bis dann.